Weil jetzt kannst du das Auto eigentlich neu lackieren. So, und da steht der BMW in der Mercedes-Halle. Guten Tag, meine Freunde, und willkommen zu einem erneuten Moody Porsche Video. Wir sind wieder heute mit dem GT3 unterwegs. Der Bekannte von mir, dem das Auto gehört, mir gehört das Auto nicht, ganz klar zu sagen. Das letzte Video, wo wir ein komplettes Porsche-Frage-Antwort-Video gemacht haben, wo ich das gesagt habe, wo ich diesen Moody-Mythos aufgelöst habe, das hat nicht so viel Reichweite bekommen wie das Video, habe Porsche gekauft, was am 1. April online ging. Aber ganz klar, es ist nicht mein Auto. Der ganze Besitzer von dem Fahrzeug hat mich gefragt, oh Leon, kennst du nicht irgendwie einen guten Folierer? Ich würde das Auto, glaube ich, ganz gerne mal folieren. Natürlich kennen wir einen guten Folierer. Witzigerweise im letzten Video kennengelernt, Opticars aus Bremen. Richtig geile Jungs, mit denen kurz getickert, hey, was kostet mir so eine Nummer? Super Preis bekommen und da bringen wir das heute, Auto heute hin. Wir überführen den Wagen 200 Kilometer nach Bremen zu Opticars. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ich sagen werde. 200 Kilometer über die Autobahn mit so einem Auto zu fahren. Bis jetzt bin ich immer nur ein bisschen Landstraße gefahren, wenn ich das Auto mal kurz hatte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass 200 Kilometer irgendwann nervig werden, weil das halt ein Rennwagen ist. Ne? Aber das werden wir in diesem Video herausfinden. Was wollte ich noch sagen? Ach so, der Besitzer wollte eigentlich mitkommen. Jetzt sagt er, gestern sagt er, ja, nee, Leon, ich habe morgen so wenig Zeit. Können wir den Termin nicht verschieben? Ich sag jetzt nicht den Jungs, den Folierer-Jungs einen Tag vorher, nee, können wir das mal um eine Woche verschieben? Die haben ja mit dem Auto geplant, dass die mit dem anfangen wollen, ne? Dann sagt er, ja, dann fahr doch alleine mit Robin, kannst auch alleine hinfahren. Ja. Ja. Das war richtig, eine richtig schöne Nachricht gestern, auch wenn ich den Typen gern hab, ich fahr auch gerne alleine. Ja, ich bin gestern schon einmal kurz gefahren in die SB-Wasch, hab den Wagen einmal gewaschen, weil der so richtig dolle dreckig war. Es ist jetzt hier immer noch so viel schwarzer Pickup drauf. Das müssen die Jungs dann aber machen. Die werden den ja vor der Folierung sowieso nochmal komplett waschen, nicht desinfizieren. Wie heißt das? Abkneten? So, ja, ich... Sowas. Noch einen anderen Begriff habe ich... Entfetten. Entfetten, wollte ich sagen, genau. Entfetten. Sagen wir jetzt die Farbe, wie es wird, oder? Würde ich nicht. Würde ich nicht machen. Ich habe mich beim letzten Mal, wo ich bei Opticars war, mich mit den Jungs lustig gemacht über die Folie, die jetzt hier drauf kommt. Aber ich glaube, auf dem Modell könnte es sogar geil und gut wirken. Ja, Porsche 992 GT3, ein absolutes Traumfahrzeug, steht jetzt hier schon über Nacht. Und wir geben jetzt mal einen schönen Kaltstart, würde ich sagen, oder? Nummer, ne? Schon krass, ne? Wir verfolgen das Auto ja so ein bisschen mit und mit. Aktueller Kilometerstand, man kann es kaum fassen, 38.000 Kilometer. Der Oberhammer. Mama, ich hab's geschafft. Absoluter Traumwagen, ne? Absolutes Traumfahrzeug. Und ich glaube, das wird eine absolute Bestzeit werden. Ich werde noch nie so schnell von Wolfsburg bis nach Bremen gekommen sein. Wow. Unfassbar! Unfassbar! Mann, Alter! Ich stand hier, Braunschweiger Straße, Stadt auswärts, ich stand hier noch nie. Das ist so geisteskrank!
das war ja gerade prädestiniert, eine rote Ampel und dann 100 Landstraße. Das ist ja so geisteskrank, dieses Auto zu fahren. Das ist Skalpell, das ist unfassbar. Und ich bin kein Autoredakteur oder Autoreporter, ich fahre nur gerne Auto. Das ist bescheuert. Schon los. Wir fahren 110 km/h und haben knapp 3000 Touren drauf. Das ist ja der Oberhammer. Da sieht man schon mal, wie das Auto abgestimmt ist. Ne? Das ist ja krass. Wir haben nur 250 Kilometer Reichweite. 200 Kilometer sind es nach Bremen. Ich hoffe, das reicht. Aber das ist ja krass. Siebte, aber wir sind auch im höchsten Gang. Ne? Ja, der hat 7 Gänge, der Wagen. Das finde ich jetzt echt krass. Dreht echt hoch. Aber der ist auch nicht auf spritsparend Langstrecke ausgelegt und entwickelt worden, ne? Und die Soundkulisse hier drin, ne? Und jetzt ist passiert das, wofür ich ja lebe, ne? Unbegrenzte Autobahn. Das Auto ist so schnell. Das ist das schnellste Auto, was ich je gefahren bin. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da standen gerade auf einmal 200. Das ist richtig schnell. Vielleicht können wir das Fahrwerk ja auch auf Komfort stellen. Nein, es würde nur noch den Track-Modus geben, Alter. Ist ja der Oberhammer. Und hier zum Beispiel hast du ja dieses Rädchen. Ich habe mich noch nie getraut, in Sport, oh, guck mal, wie er gleich runterschaltet, oder in Track zu fahren. Ich fahre immer ganz normal auf normal. Und selbst auf normal, wenn du jetzt ein bisschen aufs Gas gehst, sind die A2, ich habe einmal kurz beschleunigt, auf einmal ist Robin weg. Wow, diese Soundkulisse hier in diesem Auto. Ne? Touren, 5000, perfektes Wetter. Autobahn ist natürlich nicht frei in der Woche, aber perfektes Wetter, die Laune ist Gott. Ich sag euch, seht ihr das? Ich bin jetzt schon durchgeschwitzt. So, wir geben hier und riskieren hier alles für euch. Das ist eine kleine Kamera mit Bildstabilisierung und das ist Kamerafahrzeug, um den Kollegen jetzt hier einmal zu filmen, um mal ordentliche Aufnahmen für euch jetzt hinzubekommen. Und hier haben wir ein kleines Mikrofon dran, um den Auspuffsound optimal einfangen zu können. Ja. Viel Spaß mit dem jetzt folgenden Qualitätscontent. Dafür gerne mal ein Like geben, Kanal kostenlos abonnieren. Das werden jetzt richtig Sahne Aufnahmen.
mein Gott! Was haben wir hier gerade gemacht, Robin? Alter! Es läuft aber. Und ist auch alles beides noch dran? Boah, zum Glück, Alter. Ich bin so froh. Wow. Also die Aufnahmen, Robin hat gerade schon einmal, man kann jetzt über die App reinschauen. Absolut, absolut hammerkranke Aufnahmen. Wilde Nummer. Absolut wildeste Nummer. Also wir sind jetzt so ungefähr irgendwo kurz vor Bremen. Wir sind jetzt gleich mal angekommen und dann geht's los. Ich freue mich, ein bisschen wieder mit den Jungs von Opticas rumzuschackern. Erstmal jetzt hier safe machen. Das ist brutal geil. Sehr schön. Hammer. Ich durfte direkt reinfahren hier. Moin Männers. Waldi. Oh, Junge, mein. Was soll das? Oh, alles klar? Geht. Alles klar. Ja, normal. Wie geht's? Maxi, wie geht's dir? Gut, und selbst? Ja, ich bin durchgeschüttelt. Ist keine S-Klasse, Jungs, ne? Aber geiles Auto, ne? Ist ein gutes Auto. Aber es gibt, ja, du hast es schon direkt gesehen, es gibt nämlich ein, zwei Punkte zu besprechen. Fährt das Auto auf jeden Fall. Der Wagen, was meint ihr, wie viele Kilometer hat er jetzt runter? 15. 1000? 38. Okay. Und wäre natürlich klug, das vorher zu machen, eine Steinschlagschutzfolie oder eine Folierung. Hat er nicht gemacht. Jetzt machen wir es im Nachhinein. Ja gut, das muss man eh abnehmen, ne? Nein, aber guck mal, da drunter meine ich, ist ja schon viele Steinschläge im Lack. Die hier meine ich, darum geht's. Ist das ein Problem oder geht das? Ja, das geht. Maxi von Opticas natürlich hier in Bremen, ne? Okay. Und was ist hier los? Wow. Tja, ich denke, hier ist das Auto in guten Händen. Er meint so zu mir, ja, und sag dem bitte nochmal, dass die keine Kilometer fahren sollen und die sollen das auch ordentlich machen. Ich sag, pass auf, Muris Lambo steht hier, da stehen nur solche Bomber, also Vertrauen ist, ja, aber ne, die sollen vorsichtig sein. Weißt du, geht mit dem Auto so um. Ja, aber dafür ist das Auto da, ne? Muss man genau, sagen. Richtig, richtig. Aber er fährt Rennstrecke, ne? Ja, regelmäßig. Ja. Ein, zwei Mal Rennstrecke hat das Auto gesehen. Ich bin auf jeden Fall tot. Der hier ist gut, ne? Den musst du dir echt mal reinziehen. Das kennzeichnet so viel. Und da merkst du auch, wie grobmotorisch der Kollege ist. Mhm. Das kennzeichnet so viele Steinschläge bekommen, er hat es mit Enning einfach nachgemalt. Boah, das wirst du aber sehen, ne? Die Steinschläge? Mhm, ein paar wirst du auf jeden Fall sehen. Ist dann so, ne? Warum ist das hier. Die hat er mal verloren und dann hat er eine neue bei Porsche bestellt und die hat er dann vergessen, nicht mitlackiert. Mhm. Ja. Hammer. Ja, aber sehr gut hergekommen? Ja, wir haben doch richtig schmackofatz Aufnahmen gemacht. Jetzt hinten an der S-Klasse so eine Kamera und dann hier Fahraufnahmen, ja, auf der Autobahn. Das, sorry, ja. Die waren richtig, richtig geil. Aber es ist halt so. So ein S63, ne? Nicht alle, kann sich alle über einen Kamm scheren, aber so ein Auto kauft man halt und fährt damit rum. Eventuell damit andere Leute auch sehen, hey, ich fahre einen S63, ich kann mir einen S63 leisten. So ein Auto, ne? Kaufst du nur, wenn du irgendwie was Schnelles, Rennsportmäßiges haben willst. Das ist ja. Meine sind geradeaus nicht schnell, ne? Aber auf der Rennstrecke, da gehören die hin, ne? Das ist Hammer. Und auch Lenkrad, so tick. Ich bin ja jetzt schon öfters gefahren, auch ein paar Mal Landstraße, auch mal ein bisschen gegeben. Aber immer wieder, ich bin durchgeschnitten. Ich bin fertig mit der Welt. Das ist der Oberhammer. Aber so an sich, das Auto schwer zu folieren, oder? Nein, das Auto ist relativ einfach. Okay. Probleme bei denen sind meist immer so Spiegel. Weil die haben doof geformte Spiegel, sag ich mal. Mit dieser Welle hier drin, das ist eigentlich so das. Oh, das hat mein CL auch. Da haben wir uns auch ganz schön die Finger gebrochen. Mhm, das ist eigentlich so das einzige Schwere. Griffe hat er nicht. Also hat er schon, aber die sind super einfach. Jawohl. Wie ist das so mit Auseinanderbauen, Heckstoßstange abbauen, Frontstoßstange abbauen? Ist das schwer bei so einem Auto? Das ist einfach. Nein, also die Heckschürze muss eigentlich gar nicht ab. Was ab muss, ist das hier und die Rückleuchten, damit du hier vernünftig hinterkommst. Oh. Er hat mich tatsächlich gefragt, wie machen sie das hier drunter? Ich sag, die Heckstoßstange kommt ab. Nein. Ach cool. Dafür kommt der raus, ja? Genau. Man muss quasi erst das Ding abnehmen und dann ist dieses Lichtleiste voll umgeschraubt und da drunter ist der Beste. Und Waldi, was machst du da Schönes? Wieder eine S-Klasse. Das ist ja genau. Kannst du mal Facelift-Umbau? 63er oder was? Ich weiß gerade gar nicht. Ich soll jetzt so einen Diffuser? Der kriegt ja den anderen Diffuser, aber keinen. Aber was ist das hier überhaupt? Hat der. Ah doch, der hat das, ne? Mhm. Das sieht immer so komisch aus. Der kriegt so einen anderen Diffuser, wo liegt der denn? Aber nur Diffuser, ja? Ja, weil da hinten. Der hat
Stoßstange hat er ja auch schon bekommen. Vorne, ja. Den Port, der von Achso, und das ist der schwarze 63er, der hier auch stand. Der stand ja letzte Woche schon hier. Genau. Den kommen wir jetzt gerade zusammen. Da sind die Sachen vom Lackierer jetzt zurück. Die anderen sind weg. Okay. Optimum. So, Maxi, was zeigst du mir denn jetzt hier? Wie kann ich das am besten erklären? Dings ist ja, also dieses, der soll ja matt schwarz, ne? Und das ist ja keine Lackschutzfolie, das ist ja wirklich nur, um die Farbe sozusagen zu ändern. Und dadurch, dass der Kollege viel auf Rennstrecken fährt, will ich dir jetzt einfach kurz zeigen, ein Unterschied, wenn man da Lackschutzfolie draufklebt, zu Nicht-Lackschutz. Und warum kann man nicht einfach die normale Folie verwenden? Ich als Laie hätte gedacht, das reicht schon aus. Nein, wenn du fühlst, wie dünn die ist, ah, der Wagen ist warm, dann klebt die immer wie Sch. Wenn du fühlst, wie dünn die ist. Das hatte mir der Folierer damals gezeigt, als ich meinen Pinken foliert habe. Genau. Das ist ja Avery, ne? Ja, genau. Und Avery lässt sich ja extrem gut verarbeiten. Ja. Und jetzt zeige ich dir einmal, warte, ich hole mal eben Lackschutz. Dann zeige ich dir mal, wie dick die ist. Ja. Plus bei Seidenmatt. Der Wagen kriegt Avery Seidenmatt, schwarz. Satin Black. Und hier haben wir schon ein paar Steinschläge und das wird man natürlich dann auch sehen. Kriegt man das auch auf der Kamera hin? Sollte man erkennen können, ne? Das sind jetzt so ein, zwei kleine Problemchen. Nicht, dass man den jetzt halt schwarz-matt foliert und dann fährst du ein bisschen damit durch die Gegend und zack, kommen wieder dicke kleine Steinschläge. Und wenn man die jetzt wahrscheinlich hier ziehen würde oder wenn jetzt hier kleine Steinschläge raufkommen würden, dann würde halt weiße Punkte überall sein und dann sagen die Jungs, sieht der halt aus wie ein Streuselkuchen, wenn du damit einmal ordentlich loslegen würdest, ne? Jetzt müssen wir uns für das Problem irgendwas überlegen. Aber guck mal, Robin. Achso, wir haben nicht gesagt, dass er schwarz-matt wird. Wir haben noch nicht gesagt, dass er schwarz-matt wird. Jetzt haben wir gesagt, dass er schwarz-matt wird. Der Wagen soll tatsächlich schwarz-matt werden. Wir haben uns letztes Mal, als ich hier war, noch drüber lustig gemacht, weil Leute, die ihre Autos schwarz-matt machen, weil das ist so 2005, 2010 Berlin-Ghetto. Das finde ich immer. Elektro-Ghetto. Ja, die ist richtig dick. Ne, da kommst du auch nicht durch. Also selbst wenn du jetzt so mit dem Finger oder sowas. Dafür ist die ja auch da. Das soll sie ja auch machen, ne? Genau, die ist auch selbstheilend und diese ganzen Geschichten. Aber was machen wir jetzt? Ah, warte, ich hab eine Idee. Du wolltest jetzt den Effekt zeigen, wie wenn die Lackschutzfolie jetzt noch drüber kommt, richtig? Genau, ne, um da auch mal eben hier deine Zuschauer abzuholen. Dadurch, dass er auf Rennstrecke fährt und wir das ganze Auto jetzt mal schwarz folieren und die Folie relativ dünn ist, wird halt das Ding aussehen wie so ein Streuselkuchen irgendwann vorne, weil man diesen Untergrund halt durchsieht. Verstehst du? Achso, ich dachte, das ist, weil die Folie weiß hat, wenn du die ziehen würdest. Nein, nein. Du siehst dann schon den Lack wieder, ja? Genau, wenn du jetzt das foliert hast. Ach so, also wenn das Auto schwarz wäre, wäre es kein Problem gewesen? Nein. Ah. Na klar, du hast dann die Steinschläge da drin, wie jetzt auch, weil allein hier auch im Kunststoff, guck mal, wie das aussieht hier vorne. Ist schon gut, ne? Das ist schon... Das ist schon viel. Ja, der Kollege hätte gleich, als er den neu hatte, mit Lackschutz folieren müssen. Wäre besser gewesen, ne? Ja. Weil jetzt kannst du das Auto eigentlich neu lackieren. Hammerhart. Das kriegt man halt nicht mehr weg. Und am Ende, du wirst es halt durch die Folie ein bisschen sehen. Und wenn die Steine auf die Folie wieder raufkommen, dann geht die Folie kaputt auf der Oberfläche und dann siehst du überall diese Kreidefarbe durch. Mhm. Ja, und jetzt will ich dir einfach zeigen, wenn man die Folie nochmal zusätzlich mit Steinschlagschutz macht. Verstehst du? Genau, richtig. Ja. Weil das Problem wäre, dass dann der Effekt von dieser Seitenmatt so ein bisschen weg ist und dann sieht man, Front sieht anders aus wie Heck. Genau. Oder ab Mitte dann schon. Ne? Also, die Farbwahl. Das ist ein älterer Herr, der das Auto fährt. Und wir haben uns witzig gemacht. Matt schwarz sieht immer doof aus. Der Kollege will sein Auto matt schwarz foliert haben. Und ich gehe mal davon aus, dass es auf diesem Auto sondern noch ein Müh besser aussehen wird, wie zum Beispiel auf so einem Auto. Oder Waldi? Also ich finde, auf größeren Autos sieht matt schwarz besser aus, ne? Matt schwarz besser? Weil schwarz halt immer Auto kleiner. Aber stellt euch mal erste Generation Cayenne in matt schwarz vor. Ja, das geht nicht. Bist du doch der blödeste Assi überhaupt, oder nicht? Ich muss halt ehrlich sagen, schwarz-matt ist die häufigste Farbe, die wir aktuell kleben. Als ob, ja? Ja. Deswegen, ich sag mal, auf so einem modernen Auto, ne? Ich glaube, das wird gar nicht so schlecht.
Ich kann dir gleich Bilder zeigen. Wir haben schon einen gemacht im Matt-Schwarz. Ach, auch mit Avery? Ja. Hammer. Amigo. Moin, moin. Hey, Simon. Was geht's? Von der Automatentour zurück, wa? Nee, die Frankfurt. Messe. Frankfurt. Ach so, ja, Messe war schon. Messe war, ja, auf jeden Fall, stimmt. Heute Nacht wiedergekommen. Heute Nacht wiedergekommen. Wie war's denn? Geil. Geil. Wer machen? Ja. Wir machen jetzt hier auch nochmal so ein Stück und dann machen wir eine Seite mit Lackschutz, eine nicht. Verstehst du? Ja. So, wir schauen uns jetzt mal den Unterschied an, wie dolle der Effekt denn weggeht. Wenn man jetzt Lackschutzfolie drauf machen würde, wie dolle jetzt der Unterschied ist. Hier mit Lackschutzfolie und hier ohne. Wenn das quasi nicht der Fall ist, könnte man das machen. Wenn das der Fall ist, haben wir ein kleines Problem. Da wird man, denke ich mal, definitiv einen Unterschied sehen. Klar, das ist jetzt... Ich meine, du weißt es ja auch schon. Wir probieren es aber nochmal aus. Weil probieren geht ja... Nein, auf der Folie habe ich selber noch nicht probiert. Ach so. Tatsächlich. Ich weiß, dass andere Folien oder auch manche Lacke, die haben ja alle so einen unterschiedlichen... Ich finde das ganz geil. Ich würde ein Hochglanzauto kaufen, Lackschutzfolie drauf machen, nur damit ich einen matten Effekt habe. Stimmt doch, was ich erzähle, oder? Mhm. Das ist ja... Das du kannst ein glänzendes Auto damit matt machen. Das ist ja der Oberhammer. Dann hast du geschützt noch eine andere Optik. Das ist ja wow. Game Changer. Ist jetzt nicht schön, ne? Aber zum Angucken. Nee, es geht ja hier nur kurz mal ums. Wobei das geht. Das geht tatsächlich nicht. Also, ich find, ja, also auf der Kamera sieht es irgendwie noch doller aus. Da hier ist jetzt ja alles Wasser drunter. Das muss man noch rausmachen. Ja, das ist ja. Weil wenn das nicht großartig auffallen würde, dann kann man den voderen Bereich, Motorhaube, beide Kotflügel, Stoßstange. Genau, und dann hast du ja nur ab hier einen harten das Cut. Das Seitenteil quasi. Weil wenn das Seitenteil machst, kannst du auch die Tür mitmachen. Dass das geschützt ist, ne? Weil sonst sieht das hier alles aus wie gesprenkelt. Mhm. Du siehst ja schon, wie viel da jetzt schon hängt, ne? Mhm. Wobei das ja dieser Pickup-Dingsbums. Genau, aber da wo Pickup hier hinkommen, kommt ja auch alles andere hin. Ja, das ist so eine Sache mit solchen Autos, ne? Das geht aber gut weg. Ja, mit dem was ist das denn? Surface Cleaner. Okay. Benutzen das alle Folierer? Beim Pinken haben wir das auch benutzt. Genau das gleiche. Achso, ja. Weil das von Avery ist. Also. Musst du irgendwie mal sagen, Alter. Das geht beim Waschen. Aber wäre das jetzt die matt-schwarze Folie und darunter ist die grau, dann siehst du halt alles so helle Flecken. Ja, genau. Das ist halt nicht schön. Wie lange hält denn sonst so eine Folie, wenn man jetzt nicht Rennstrecke fahren würde? Also 5 Jahre immer. 5 Jahre? Minimum. Okay. Also wir hatten auch schon Autos nach 10 Jahren da, die immer noch gut aussehen, ist halt auch immer so eine Sache von der Pflege. Hm. Ob der Wagen ganz nach in der Sonne steht? Ja, oder ob es Garagenauto ist. Bei Sportwagen ist es meist so, dass es länger hält, weil immer in der Garage stehen, klar. Wir holen eigentlich immer alle Autos her nach 5 Jahren und gucken einmal rüber. Hm. Und entweder nehmen wir sie ab oder wir sagen, okay, fahr noch ein Jahr. Achso, weil wenn es dann zu lange drauf ist, ist es dann kritisch mit Klarlack runterreißen, mhm, ne? Beim ja, das nicht. Die Folie löst sich halt irgendwann auf, denn ich habe ein Bild, glaube ich, noch. Muss ich gleich mal suchen. Da war schon kaum noch Folie drauf. Das war wirklich nur noch Kleber. Und das dann runterbekommen, ist echt Katastrophe. Ja, aber die Folie wird gar nicht so schlimm aussehen. Das wird ja fast schon sogar cool aussehen. Steinschläge, man denkt ja immer, das ist eine Vertiefung im Lack, ne? Aber siehst du diese Pickel hier? Ja, das sind wirklich Pickel, ja? Das sieht aus wie Pickel, wenn man jetzt hier abzieht. Da ist der Steinschlag, siehst du das? Ja, krass. Wenn man das da wieder rüberklebt, sieht das aus, als wäre das so ein Dreckpickel. Ach so, weil der Stein den Lack hochhebt. Genau, ja? Richtig. Das heißt, wir müssen diese Stoßstange am besten irgendwie anschleifen mit 3000er, dass man diese hochstehenden Kanten bricht. Man kann es danach wieder aufpolieren, mhm, ne? Aber ich würde sie, glaube ich, einmal anschleifen. Und dann kriegst du die vollständig weg? Ich wollte sagen, weil das hört sich jetzt gerade, wenn du es poliert kriegst, ne? Aber, ja, diese Tiefen, ne, da ja geht die Folie nicht rein, da spannt die sich drüber. Was man sieht, ist halt immer dieser hochstehende Lack. Ne? Ja. Wenn man den wegschleift, dann sieht es auf jeden Fall deutlich besser aus. Klar, sowas wie hier zum Beispiel. Alter. Den kriegst du nicht weg. Nee, das ist ja auch schon. Gut, ciao, ciao. Robin, übernimm dir schon den Laden. Ne, da, den kriegst du nicht weg. Da kannst du machen, was du willst. Und nee, das ich ist jetzt ja auch nicht so tief runterschleifen, dass du das am Ende nur lackieren musst. Dann würde ich dann einfach drüber folieren, ja, und sagen, okay, muss so bleiben. Genau, hier hast du ja den gleichen wieder. Genau, ne, so eine Tiefen. Aber ich würde trotzdem einmal anschleifen, sodass man es danach wieder aufpolieren kann. Ja. Dass es nicht ganz so extrem aussieht. Und dann
ja, schauen wir mal, was wird. Klar, das sieht man jetzt nachher nicht, das würde man draußen wahrscheinlich besser sehen, wenn man jetzt diesen Aufkleber macht als 3D, ne? Ja, das gefällt mir so aber schon richtig gut, ich würde das fast... Ist halt dezent oder man macht mit Schwarzglanz einen neuen drauf. Ach, das ist auch cool, matt und Hochglanz sieht immer edel aus, habe ich mir sagen lassen, ne? Ja. Das Dach würde ich sowieso so lassen. Ja. Dann ist die Frage, macht man die Spiegel matt oder glänzend? Ich habe ja auch, es ist ja nicht mein Auto, ist ja nicht meine Entscheidung, aber ich habe ja auch, der hat sich ja nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Oh, mal schwarz, geil, machen wir mal. Ich finde es halt, die Kombi eigentlich immer schön, ne? Wenn man hier guckt, der hat zum Beispiel schwarzes Dach und schwarze Spiegel. Muri hat auch schwarze Akzente, sprich Spiegel, schwarz glänzend. Ja. Oder schwarz glänzend. Geschmackssache, ne? Ja, richtig, richtig. Das ist Geschmackssache. Ich würde sagen, wir machen das so, dass wir die Steinschläge leicht anschleifen mit 3000er, dass man die nicht mehr so extrem sieht. Und wegen Lackschutz machen wir uns Gedanken. Genau, da müssen wir gleich Dennis fragen, was da Kostenaufwand wäre. Und dann muss ich den Kollegen anrufen. Und dann schauen wir mal. Ja, Kostenaufwand kann ich dir sagen. Die Folie ist schon, also Lackschutzfolie ist schon teuer. Na klar, die ist ja auch dicker und. Ja. Also die kostet fast das Dreifache wie normale Folie. Okay, ich muss mal mit dem Besitzer telefonieren und dann gucken wir, was wir machen. Weil wenn ich jetzt die Entscheidung hätte, weißt du, okay, machen wir so, papp, ja. Let's go. Aber ich bin nicht der Entscheidungsträger und ich will jetzt hier auch nicht die Rechnung bezahlen. Ja, du kannst es ja mal zeigen, wir haben jetzt einfach mal auf der Fläche die Lackschutz gemacht. Auf der Kamera, guck mal, wie krass man das hier sieht. Ja. Ne, auf der Kamera sieht man es fast noch mehr. Ne, und darum kannst du das eigentlich nicht machen. Also dass du diesen Part zum Beispiel nur hier, so wie es jetzt original hier wäre von Porsche, den Part mit Lackschutzfolie machst. Das ist so. Das heißt, du müsstest die ganze Front machen und hier Seitenteil, weil die betroffen ist. Wenn du Seitenteil machst, hast du so einen großen Verschnitt von der Tür, dann kannst du die Tür auch gleich mitmachen. Und dann ja, wird's und natürlich. Der Unterschied ist halt, du hast hier Lackschutz, hier Hochlackschutz und hier nicht. Das heißt, du hast wieder den Unterschied, das würde ja in manchen Blickwinkeln aussehen, als würde die Tür nachlackiert sein und hätte eine andere Farbe sozusagen. Ne? Ja. Okay, also ich bin ehrlich, ist gar nicht so einfach. Krasse Nummer. Ich glaube, einfach folieren und Lackschutz weglassen. Die Option ist auch gerade im Kopf. Und dann... Einfach, entweder passt du ein bisschen auf oder... Oder... Man klebt doppelt. Das wollte ich auch vorhin fast schon vorschlagen. Oder zumindest, dass man doppelt den hier klebt. Genau. Weil das sieht ja nicht schlimm aus, wenn du hier die Kante hast. Die hast du ja jetzt hier auch sozusagen. Mhm. Dass du wenigstens einfach, hier das, weil hier ist ja wirklich... Dass man einfach in dem Bereich eine Doppeltfolie macht. Ja. Gucken wir mal. Ich würde sagen, wir machen das. Die Jungs geben sich hier Mühe, dass Max... Die maximale Qualität rauszuholen. Ja, aber es ist ja wirklich, man muss es ja im Vorfeld sagen. Na klar, deswegen sind wir hier, um das Ganze zu besprechen. Das ist ja ein ganz normaler Prozess. Genau, weil am Ende ist man unzufrieden damit, dann kann man besser sagen, okay, dann bleibt das alles so, wie es ist, bevor am Ende irgendjemand ja, nicht zufrieden ist. Ne? Genau. Ich sag mal so, wenn man den jetzt auch nicht auf der Rennstrecke benutzen würde, hätte man das Problem ja gar nicht. Nee. Ich habe ja auch nicht angerufen und gesagt, hier, das Auto wird dann mal auf der Rennstrecke bewegt. Hast du? Nein, habe ich nicht. Darauf will ich ja hinaus. Das habe ich ja nicht. Deswegen konntet ihr euch darauf ja gar nicht vorbereiten. Naja, gucken wir mal. Ja. Oder wir machen Kuhflecken. Was hältst du davon? So, die Optik einfach lassen. Das war damals Trend. Das haben wir auch öfter gemacht. Ja? So Camouflage mit matt schwarz, matt grau und matt hellgrau. Oh, ich weiß sogar. Ich kenne sogar einen aus Hamburg mit einem CL600. Der ist lange Zeit so rumgefahren. Ja. Das war Trend damals, ne? Der ist heftig schnell. Pass auf, Robin, das ist die S-Lasse, die vorhin da stand. Reicht schon, danke dir. Die noch vor Facelift war. Ah. Weißt du, das ist der Wagen. Und jetzt? Mit diesen geilen Felgen. Wir haben sie noch gefilmt, als sie noch kein Facelift war. Und jetzt hat der Wagen einen kompletten Facelift-Umbau bekommen. Scheinwerfer, Stoßstange. Diese Lippe ist dann aber nochmal extra, ne? Ja. Maxi? Die ist aber geil. Diese einsetze ich ja auch, ne? Die sind normalerweise nicht dabei. Ach so, siehst du? Sind so. Also 222 S-Klasse ist ja schon ein absoluter Traum. Aber dann nochmal als Facelift, als 63er, ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Hinten ist der Wagen noch nicht fertig. Was ich aber auch, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Schwarzer Stern, gut oder schlecht? Ich finde es gut, aber Silber ist auch nicht schlecht. Ich finde, wenn man alles schwarz hat, dann finde ich das auch ein Schwarz gut. Ja, wobei, das ist auch geil, wenn du alles andere schwarz hast und dann der Stein, kann, ja. So wie ein komplett schwarzes Auto. Ja, die Felgen sind halt auch Silber, ne? Und das ist, achso, ne, das ist dann wieder, also das finde ich auch gut. Alle Akzente schwarz und dann die Felgen Silber. Also, bei dem Porsche haben wir alles geklärt. Die Jungs, also
eigentlich haben wir nichts geklärt. Die Jungs sagen, pass auf, mach dir gar keinen Kopf. Wir machen das alles. Ne? Ich vertraue denen ja auch 100%, sonst wäre ja Muri nicht mit dem Lambo hier etc. Ne? Deswegen Opticast in Bremen. Vielen, vielen Dank an Maxi. Wir fahren jetzt los. Ja, wir warten noch auf das Telefonat von Dennis, aber das machen wir noch hinter der Kamera. Und dann fahren wir los zu einem BMW. Witzige Umstände, ich habe damit nicht fest geplant, aber sowas passiert eben. Ihr seid damit auf Kamera, wir holen jetzt noch einen 20 Jahre alten BMW ab. Wir haben noch ein, zwei andere Projekte mit Dennis besprochen, mit Unfallschaden, das machen wir aber alles dann später. Ne? darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und dann fahren wir jetzt von Bremen nach... Salzghetto. Salzghetto. Wir als Wolf... Kennst du Salzgitter, die Stadt? Ja. Und wir sagen immer Salzghetto. Ja, aber ist auch ein hartes Pflaster. Salzgitter Nebenstadt, hart aber herzlich. Du kennst du die Fernsehserien Harz aber herzlich? Nee, Harz und Herzlich, ja, ist ja geil. Achso, okay. Harz und Herzlich. Du musst du auch nicht kennen, aber das ist halt so. Ich guck halt kein Fernsehen. Die macht seit Jahren. Ich auch nicht, aber die kennt man irgendwie. Vielleicht, weil es aus Salzghetto kommt und wir sagen dann nicht Salzgitter. Nicht disrespekten meinen, liebe Grüße gehen raus an alle Salzgitter. Aber als Salzgitterer. Salzgitteraner. Aber da fahren wir jetzt hin. Let's go. Hallo, guten Tag. Vieles nicht mehr auf dem Tacho, ne? Reichweitentechnisch. Wollen wir nicht ranfahren? Echt? Weiß nicht. Bis ans Ziel schaffen wir es nicht, aber... 90 Kilometer und 2014. Ja, pass auf, guck mal, wenn ich jetzt rollen lasse, das wird auch wieder mehr. Guck mal, wir sind jetzt schon bei 9. 10, 11. Ja, aber Brudi, wir sind hier voll auf der Autobahn. So schnell kommen wir doch an gar keine Raste jetzt mehr ran. Ja, ich habe das kalkuliert. Das reicht. Bis zur nächsten Tankstelle reicht das. Ist kein Problem. Bin mir sehr sicher. Wir haben vergessen, irgendwie verpennt, in Bremen schon mal zu tanken. Und jetzt müssen wir irgendwo auf dem Weg nach Salzgitter tanken. Um da jetzt ein bisschen... Eben gerade stand auch noch 75. Und jetzt steht ja nur noch 10. Also vom Diesel nicht erwartet, ne? Da steht es doch nur 9. 9 Kilometer Reichweite. Wenn ich jetzt Gas gebe, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug ist, jetzt hier Gas zu geben. Guck mal, jetzt mal 8, 7, 6. Du machst dich doch richtig witzig darüber. Ja, Mann, ich weiß, ob das mal ankommt. Das wird schon. Ja, irgendwo wird ja eine Tankstelle sein. Meinst du? Ja. Meinst du nicht? Ich bin da selbst sicher und selbstbewusst. Du bist doch ADAC Goldmitglied, oder nicht? Ja, meinst du, du hast jetzt Bock, 2 Stunden am Straßenrand zu warten, bis der Atze Heiko kommt? Ja, hast recht. Da hätte ich keine Lust drauf. Guck mal, umso schneller wir fahren. Guck mal, jetzt haben wir schon 16 Kilometer Reichweite. Ich glaube, das ist der Trick. Man muss jetzt einfach nur ein bisschen schneller fahren. Weil wir auch mehr Kilometer da machen. Ja, richtig. Wir kommen schneller ans Ziel. Wir erzeugen quasi Sprit gerade. Da bin ich mir sehr sicher. Oh Mann. Auf jeden Fall ganz einfache Erklärung. Japan X Nord. So heißt die Firma bei denen. Porsche Turbo. Tor sogar offen liegen. Oh! Da kommt da schon wieder eine Kamera. Ich fahr doch nicht durch die Gegend, ohne dass die Kamera dabei ist. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, bei dir? Ja klar, locker. Moin Leon, hi. Hi, Sergei. So Robin, warum sind wir denn hier? Wir sind hier für dieses wunderschöne Fahrzeug. Ja, und was soll mit diesem wunderschönen Fahrzeug passieren? Dieses wunderschöne Fahrzeug soll veräußert werden. Was ist das denn für ein Fahrzeug? Ein BMW E46 330 Ci. Facelift. Mit M-Paket. Wow. Schönes Ding, ne? Und das ist halt wieder mal die Definition von Silber kann auch richtig geil und sexy sein. Ja. Ein Kollege von mir hatte auch mal einen 330i. Der einzige Grund, warum ich mir damals meinen E39 gekauft habe. Hier so einer, das war ja tatsächlich mein erstes Auto. Und jetzt hat man wieder diesen Ledergeruch. Finde ich gut. Und was ist das hier für ein schöner 530i? Auch M-Paket? Das ist ein M-Paket, ja. Das ist immer so ein bisschen doof bei Mercedes, bei BMW, finde ich. Mit dem einen Auspuff, ne? Ja, oder zum so Duplex wäre noch. Achso, nee, doch, hat er nicht. So ja. Duplex wäre natürlich nochmal so ein Ticken schöner, ne? Nee, finde ich nicht. Nein? Nee. Hammer. Doppel Auspuff, ja, aber so ein Duplex rechts, links mag ich nicht.
Ein richtiger Flashbacks hier, Junge. Ah, wie Salat sein Vater da drin. Ja, was machst du gerade? Android-Radio oder was? Ja, doppelt ein Radio, weil das Originale taugt ja nichts. Nee, da kannst du nicht, kann nichts mit anfangen. Automatik? Mhm. Hammerhart. Richtig geil. Das Lenkrad mag ich tatsächlich immer nicht so dolle. Ich auch nicht. Der ist auch richtig abgenudelt, ne? Also, wenn du so guckst und der hat auch keine Multifunktion, das fehlt bei dem Wagen. Ah, okay. Ja, wir stehen ja tatsächlich immer hier eng in Kontakt mit dem jungen Herren und tatsächlich habe ich neulich mal irgendwie so ein bisschen flapp gesagt, ja, biete doch mal Summe X auf dieses eine Fahrzeug und wir haben tatsächlich den Zuschlag bekommen. Das war jetzt alles die letzten Tage, das kommt aber noch ein paar Wochen und Monate werden da noch ins Land gehen, bis das irgendwie online geht. Aber das wird mein November Silla-Yulo Auto. Das steht schon fest, das muss jetzt nur noch vom großen Teich hier einmal rüberkommen. Wird ein Japaner, wird ein Japan-Import. So was assi-geiles, krankes, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das könnt ihr euch gar nicht ausmalen. Und in was für einem schlimmen Zustand, das ist der Oberhammer. Das machen wir aber alles dann in ein paar Monaten, wenn das Auto kommt, wir ein bisschen frisch machen, deutsche Papiere irgendwie machen und dann damit im November, 1. November geht's los, in die Türkei fahren. Komplett Lack, komplett Innenraum, da freue ich mich schon sehr drauf. Soll jetzt aber gar nicht vom Thema ablenken. Erstmal nochmal hier ein bisschen den BMW-Content mitnehmen. BMW E39 mit M-Paket in schwarz, schwarz-schwarz, also auch die Nieren schwarz, sieht ja bescheuert geil aus. Also das sieht ja unnormal aus, auch mit den M-Felgen, richtig, richtig geil. So einmal hier mit 8 Zylinder, ich weiß ja nicht, 545i müsste er dann heißen oder so, mal aus Japan holen. Das wäre auch eine richtig geile Option. Hier noch 997, auch ein richtig schönes Auto. Wow, ein Carrera S. Genau, und den 330 CE wollen wir jetzt heute tatsächlich mitnehmen, mit überführen. So ein kleiner Umweg von Bremen über Salzgitter nach Wolfsburg zu fahren. Aber wir waren jetzt schon unterwegs, deswegen nehmen wir ihn jetzt direkt mit. Hast du Kennzeichenhalter für hinten noch? Klar, habe ich. Alles mit der Ruhe. Aber auch komplett. Wurde hier was lackiert oder wurde nur poliert? Weil richtig Babypo, ne? Der wurde jetzt aufbereitet. Richtig geil. Merkst du auf jeden Fall, siehst du auch. Gucken wir mal hier, was so ein BMW zu bieten hat. Boah, das ist natürlich den du willst. Ne? Kein 320, ein 330. Das steht ja hier auf den Plaketten, steht das da auch immer so, ne? Ne, bei dem nicht. Wieder vorbildlich, der japanische Zustand, ne? Ist echt geil, ne? Alles schön frisch, alles schön sauber. Boah. Also die Antideckeldichtung ist neu. Der hat sich mal gesüfft da hinten. Die ist ja. Guck mal, ihr könnt doch keine Autos anschmeißen, ohne dass das hier ordentlich filme. Das ist ja. Geil, oder? Geil. Hier ist Innenraumfilter ist hier, ne? Also du wäre. Da ein Filter. Nein. Ist es nicht so? Da ist er. Nicht da drin. Achso, das Loch ist so planmäßig. Ja, dafür, wenn du irgendwelche Sachen schmuggeln willst, durch die Reste. Achso, ich habe doch E39 geschraubt, da hatte der hier seinen Luftfilter. Ja, E39 ist so, ja. Ach, und das ist normal so? Ja, für Duftbäume und so. Damit man durch Serien durchkommt, ja? Genau. Ach so, nee, geil. Ja, dann schmeiß doch mal an. Mach mal. Der hat ja Steuerkette, der Wagen wahrscheinlich, ne? Kein Steuerkettenklappern. Geil. Boah, als Facelift mit M-Paket. Wie bitte? Felgenfahrwerk passt, ne? Zur Optik? Ja, Optik. Das ist doch, M3-Felge sieht so ähnliche Optik, ne? Ja, so ähnlich. BBS-Style ist das ja, was da drauf ist jetzt. Ja. Kommt auf jeden Fall, die Optik kommt einem bekannt vor. Boah, frag Nina Sonnenschein. Guck mal, was, da sieht selbst so ein Cayenne, ne? Kommt der echt mit auf ein Coolheitslevel. Und ein seidenmatter Sechszylinderlauf und dann ein Coupé, so wie man das haben will. Schön auf der Hinterachse auch konkav. Gib mal einmal kurz. Wow. Nein, so soll es ja sein. Nicht assi-bollerig, sondern schön. Wow. Hammer. Schön konkav hier die Felge. Also. Steht dir. Echt? Du würdest auch in den Bimmer passen, ja? Bimmer!
46 finde ich auch richtig, richtig geil, aber ich habe mit BMW relativ wenig Berührungspunkte, muss ich sagen. Ich hatte meinen E30, der war ja verscheuert jetzt, ne? Hast du gekauft? Ja. So, das kannst du doch nicht weggehen. Mann, das war Fried Feuerstein. Ich hatte Löcher am Fuß und bis zum Umfallen. Ich muss ja sagen, ich war auch immer, dass ich gesagt habe, E36 finde ich deutlich, deutlich geiler wie ein E46. Aber das ist natürlich hier kein Vergleich mit M-Paket, Facelift etc. Weißt du, was jetzt sogar sein könnte, wenn die Felgen jetzt schwarz wären? Nein. Das nein, dürfte sogar nein, auch sein. Doch. Nein, Silber. Nein, nee, 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 so, keine Chance. Das ist schon ideal. Das passt so, das muss sein. Bei schwarz gehen wir runter. Das sieht assi aus. Heck gerade. Hammer. Leon, kanntest du das? Guck mal hinten rechts das Heckfenster. Hinten rechts? Ja. Fährst du es jetzt elektrisch aus? Elektrisch? Nee, das kannte ich nicht. Wow. Was ist das für ein Baujahr? 2005. 2005 BMW. Einer der letzten. Ich wollte gerade fragen, 2005 ist ja ganz schön spät, Alter. Einer der letzten. Krass. Und der ist aus Japan, der Wagen? Na klar. Das war jetzt eine doofe Frage. Ja, nicht alles, was alt ist oder so, ist schlecht, ne, aus Japan. Man kann auch mal gute Sachen kaufen. Okay, ich muss zwar Geld in die Hand nehmen, um den so da stehen zu lassen, aber man sieht das Endresultat. Und für das Geld, was er mich gekostet hat, hätte ich hier definitiv nicht so eingekriegt. Ja, das glaube ich. Das glaube ich gern da. Ein wunderschönes Fahrzeug. Elektrische Sitze sehe ich von hier. Das finde ich auch. Was ist das so? Alcantara Velour? Ja. Die Sitze sind komplett damit eingefasst. Ja. Ein sehr schönes Fahrzeug. Ja. Wir nehmen den ganzen Kollegen nämlich jetzt mit nach Wolfsburg. Und dann bin ich mal nach einer Dreiviertelstunde Fahrt gespannt, was Robin dazu sagt. Wie sich denn so ein Fahrzeug... Ja, danach müssen wir auch noch weiter. Wir müssen noch ein Fahrzeug heute abholen. Wir müssen, ja, das wird heute noch richtig gut. Aber weißt du was, das ist ein perfektes Auto für diese Rolling Shots, die wir heute mit dem Porsche gemacht haben. Oh, das ja, ist genau ein perfektes Auto dafür. Auch mit dem Sound her, weil der so einen schönen Sound hat. Ja. Prädestiniert, würde ich behaupten. Instagram Reels werden da fliegen. Sag mal, Schöner. Funktioniert die Klimaanlage bei dir? Ja. Ist ein gutes Auto. Meine Klimaanlage funktioniert nämlich nicht. Die ist komplett tot. Es ist noch nicht mal Sommer, ne? Wir haben es heute 19 Grad, nur ein bisschen wärmer. Und ich schwitze mir schon richtig einen ab. Ganz, ganz großer Punkt, den wir auf jeden Fall noch hier ready machen. Wir fahren jetzt erstmal eine Dreiviertelstunde nach Hause nach Wolfsburg. Und dann müssen wir noch von Wolfsburg weiter nach Helmstedt, weil Robin sich da schon wieder ein Prachtexemplar, ein weiteres gezogen hat. Und den müssen wir natürlich zusammen abholen. Oh, guck mal, vollgetankt hier. Gut. Kühlmittel-Niveau prüfen, das hat er letztens schon angezeigt. Dabei passt das Niveau. Soll er nicht meckern, soll fahren. So. Ciao. Gut. Du fährst vor, ja? Ja. So, und da steht der BMW in der guten alten Mercedes-Halle. Ne, BMW ist ja auch hier gerne gesehen, gerade so einer und passt hier gerade in dieser sehr bunten Halle mit seinem Silber schön richtig schlicht rein. Ich habe jetzt gar keine richtige Verabschiedung bei Arto gemacht. Wir sind jetzt nach Wolfsburg gefahren und haben jetzt Zeitdruck, müssen direkt weiter. Aber erstmal Robins Eindruck, BMW. Richtig geiles Auto, ich fände wirklich, wirklich gut. Das ist das erste Mal, seit ich bin ganz früher vor 4-5 Jahren mal ein E46 gefahren. Das war ein 320 Diesel, glaube ich. Ja, fährt schon richtig gut. Auf jeden Fall. Guck mal, der hat Fahrwerk, der hat Felgen, der ist ein bisschen tiefer. Optik sah krass aus, als du von hinten angefahren bist, im Seitenspiegel. Ja. Hat richtig Spaß gemacht. Der fährt auch richtig, richtig gut. Also Arthur hat da wirklich beste Arbeit geleistet. Ja, schön. Fahrwerk ist drin, den Fliegen jetzt abbekommen. Wegen der Autobahn, aber ist gut. Was willst du machen? Sehr schönes Auto, noch sehr gepflegt, ne? Wie gesagt, Arthur hat sich vorher darum gekümmert. Ich kümmere mich jetzt um den Verkauf. Alles bestens. Auf geht's nach Helmstedt. Auf geht's nach Helmstedt. Busy heute der Tag. Von jo, wir machen kurz, bringen den Porsche nach Bremen und lassen den da folieren zu. Wir holen auch den BMW zu, wir holen auch den Lupo. Ich beende euch das Video jetzt hier aber gar nicht. Wir nehmen den ganzen Content jetzt natürlich einfach mal so eins zu eins mit. Und weißt du, was wir dann heute Abend machen, nach getaner Arbeit und nach genug Kilometern? Wir stehen ganz knapp vor 10.000 Kilometern, die ich auf diesem Wagen schon raufgeschrubbt habe. Und dann, heute Abend nach getanen Kilometern, werden wir mal diese Felge hier vorne wieder glänzen lassen, indem wir den ganzen Bremsstaub runtergeholen, indem wir das Auto einmal waschen. Das freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Ich wollte erst heute Morgen kurz und dann dachte ich, jetzt fährst du dann wieder 400 Kilometer, dann wird wieder alles dreckig. Naja. Aber absolut ein richtiges Traumauto. Es gibt kein Auto, was ich mir lieber wünschen würde, Kilometer zu fahren, solche Touren zu fahren, wie wir sie heute gemacht haben. Von Bremen, Salzgitter, jetzt weiter nach Helmstedt. Wie mit einem 220er.
S23 CDI. Da war er schon. Und ich schaue mir den S6 an. Ein reicher Mann. Hey, Süße. Gib mal einen kleinen. Also, oder auch nicht? So, sowas könnte mich ja hier auch interessieren, würde auch schmecken. So ein schöner S6 Limo. Wir bauen hier aber ein S-Tasse an, gucken uns Lambo an, so ein S6. Aber wofür sind wir da? Lupo, der gute Alte. Der wunderschöne Kleinwagen ist. Der wunderschöne. Er hat gerade schon gesagt, er hat den von innen komplett aufbereitet. Ja, und auch einwandfreie Arbeit. Komm rum, guck's dir an. Ich kann von hier gucken. Wow. Die gute Windsor Edition ist das. Das ist diese College-Dinger, oder? Nein? Weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Da fasst du mich Sachen. Das ist mein erster Lupo. Du bist doch der Outlander von uns beiden. Ja, aber das ist mein erster Lupo. Sonst mache ich immer nur Polos, weißt du? Diversifizieren. Mal was Neues aus der Komfortzone heraus, Robin. Genau. Deswegen ist es diesmal Lupo geworden. Jawohl, ja. Für kleinen schmalen Taler von A nach B kommen. Das, was ein Auto im Endeffekt machen kann. Ich liebe anthrazitfarbene Autos. Ich finde die immer wieder gut. Läuft. Läuft. Das ergibt sich. Ach, schöner Ausblick hier, ne? Ist gut, ne? Mit dem Sonnenuntergang da hinten ist auch schön. Hoppala! Warte mal, ich habe gar nicht gefilmt. Ich habe nicht den Knopf gedrückt. Der ist noch leise. Der wird nur mit dem Gas. Halt richtig rein, Alter. Ein echter Zehnzylinder. Tschüss, mein Name, vielen Dank. Jo, mach's gut. Ciao. Super, liebe Jungs. Mach's gut, Jungs. Mach's gut, ey. Achso, ja, super, Jungs. Und wenn er nicht gestorben ist, hört man den 10-Zylinder noch heute. Hey, bescheuert. Lamborghini. Absolutes Traumauto. So, und für uns geht es jetzt natürlich wieder auf die altbekannte A2. 20.16 Uhr ist es schon. Wir sind den ganzen Tag unterwegs. Bin fertig. So, der schnellste Tag meines Lebens. Der Tag verging so schnell, so viel gemacht, die ganze Zeit unterwegs gewesen. Robin hat hier zwei neue Autos, einen gekauft, einen für die Kommission. Die Girls sind jetzt auf dem Weg hierher. Bevor wir uns um das Auto kümmern, kümmern wir uns erstmal um uns selber. Wir haben heute Mittag mit den Jungs aus Bremen so ein Baguette-Ding gegessen. Und die kommen erstmal mit Essen vorbei, dann essen wir was. Und dann fahren wir mal noch schön das Auto waschen. Weil ich kann diese vordere Felge mit diesem Bremsstaub nicht mehr sehen. Weißt du, was da hilft? Wir haben ein kleines Problem, Leute. Heute war es ja ein bisschen wärmer. Und hier drin ist es richtig warm. Hier drin ist es richtig bullenwarm, jetzt schon, weil sich das Ganze eben aufheizt. Ne? Zum Glück haben wir Dachfenster, ne? Ja. Hier gerade die Dateien am Checken, die ihr schon gesehen habt. Absolute Power-Dinger. Ja.
das ist, wir schreiben Porsche an und fragen, ob wir für die Commercial drehen können, Alter. Ob wir Werbung für die drehen können. Und hier kommt jetzt unser Nahrungsproblem. Guck mal, nach so einem langen eins. Tag. Oha, es gibt wieder Gläser. Das ist meins. Jetzt muss ich wirklich Werbung einblenden. Das ist eigentlich unseres. Und das ist Robin seins. Ich habe echt so ein kleines Nahrungsproblem. Nach so einem langen großen Tag kommt es halt immer wieder dazu, dass man halt so Fastfood reinbrettert, ne? Gucken wir mal. Afiat Osum würde man jetzt sagen. Okay, ich hab grün. Und wir haben schöne neue Gläser hier für die Halle. Ein bisschen wärmeres Wetter heute ja gewesen. Waschpark full. 22 Uhr. Da unten könnt ihr sehen. Waschpark full. Und Mopp ist auch dabei. Ich bin der Ufo und ich bin auch dabei. Brauchst du Münzen? Ich habe genug Münzen hier. Hast du mal Münzen? Der Felgenreiniger wirkt richtig schön ein. Und dann machen wir mal unser richtig dreckiges Auto. Guck mal, vollen Staub. Bis zum geht nicht mehr. War richtig schön sauber hier die Kiste. So, und was für ein schöner Nachher-Vergleich ist das denn bitte jetzt? Der Kollege glänzt wieder, aber richtig ordentlich. Richtig Ollo Cravallo, so wie es sein soll. Passt sich jetzt wieder dem ganzen Chrom an. So soll es nämlich sein. Jetzt bin ich wieder sehr happy. Jetzt kann sich das Auto auch wieder sehen lassen. Junge, guck dir mal das an. Boah, Hammer. Macht gleich viel mehr Spaß. Leute, für jeden, der Autos mag und Autos liebt, und das ist zu 99% der Fall, wenn ihr dieses Video hier schaut, der Bewegungsmelder geht immer an und aus. Am Abend mit seiner Freundin Auto waschen und danach hier vor seiner eigenen Halle die Autos abtrocknen, trocken machen. Besser wird's im Leben, glaube ich, nicht wahr? Unsere Art von Date Night. Ja, ne? So, und dann steht er wieder. Glänzt er wieder schön. 22.30 Uhr. Mal wieder ein sehr, sehr langer Moody-Tag. Komplett durch Deutschland gereist mit diesem Bomber hier. Wieder Autos hier in die Halle gebracht. Allen in allem doch ein erfolgreicher Tag gewesen. Falls du es genauso siehst, like jetzt gerne mal das Video. Kostenlos gerne mal jetzt einen Kommentar schreiben. Kostenlos den Kanal abonnieren. Ich war heute den ganzen Tag von 8 bis 22 Uhr jetzt für euch auf den Beinen. Hab dieses Video hier gedreht, gefilmt und jetzt muss der ganze Spaß sogar noch geschnitten werden. Das mache ich aber alles morgen, ganz entspannt. Ich würde mich auf jeden Fall extrem bedanken fürs Zuschauen. Supportet doch jetzt gerne mal hier rein für diesen geilen Qualitätscontent mit dem GT3 auf der Autobahn da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin fertig mit der Welt. Und dieser Bewegungsmelder killt mich. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Kanal kostenlos abonnieren und ciao. Ciao.